Moin Leute, wir sind wieder unterwegs. Heute sind wir sogar zu dritt. Wenn ihr mal hier im Hintergrund guckt, wir haben hier kurz angehalten. Wir sind hier einfach irgendwo reingefahren. Da steht einfach mal ein altes, verlassenes Auto. Und jetzt gucken wir hier mal, was hier noch so ist. So Leute, wie gesagt, ich habe das ja gerade im Hintergrund schon gezeigt. Hier ist einfach mal ein Auto abgestellt. Einfach so. Die Mädels spinnern schon wieder rum. Ihr spinnert schon wieder rum, habe ich gerade gesagt. Irgendeiner hupt hier im Hintergrund wie verrückt. Da steht ein leeres Gebäude. Hier rechts von mir, das sieht auch ziemlich leer aus. Jetzt mal sagen. Übrigens, wir befinden uns hier irgendwo in Polen. Das ist jetzt nicht spektakulär, hier ist einfach nur so ein Gebäude, das leer ist, ziemlich abgerockt. Da würde das runtergehen, aber das spare ich mir jetzt, weil guck mal, da ist ja nicht wirklich was drin. Scheint auch so eine Halle da, so ein kleines Abstellding zu sein. Ist aber zu. Interessanter finde ich eigentlich da hinten. Ist auch eine Ruine, aber sieht ein bisschen größer aus. Da, da fehlt aber wirklich schon der Dachstuhl, so wie es aussieht. Da wollte ich mal mit euch noch hin. Oh, hier blüht die Kastanie. Wir gucken jetzt einfach mal da hinten, was da los ist. Nehmen den Schlüssel mit. Die Mädels kommen jetzt doch mit. Ja, ich bin da auf dem Weg. Ich bin auch nicht mehr die jüngste und schnellste Mensch. Wüsstet, wenn man wichtig ist. Ja, ich bin auf dem Weg. So. Wie gesagt, Leute, ich glaube, das ist auch eigentlich komplett leer, aber sieht von außen ganz interessant aus. Hier geht irgendwie mal eine Straße lang, wenn das hier die Pflastersteine noch. Scheint hier irgendwie so ein bisschen Ackerfläche zu sein. Das ist zugemauert von außen. Und da kann man schon so ein bisschen sehen, der Dachstuhl ist Kapuze. Ich sehe hier gleich hüfttief im Gras. Also hier sieht man, es ist zugemacht. Ein bisschen aufpacken, ich sehe ja nicht, wo ich hintrete hier. Komplett zugewuchert. Das steht schon lange leer, da kommt man jetzt doch rein. Ist offen hier hinten.
einfach mit. Oh ja, jetzt auf jeden Fall drin gebrannt. Das erklärt dann noch den Zustand vom Dachstuhl da oben. Hier, das ist schwarz, Leute. Ist aber nicht mehr drin. Ah, guck mal, der Dachstuhl hat gebrannt. Da wir hier irgendwie auf dem Land sind, die überall so eine Löcher drin sind in den Decken, vermute ich mal, dass das eine Mühle ist. Bei uns da auf der Ecke, was war das mal gewesen, was sie neu gemacht haben. Wie sieht das nicht, was da neu gemacht haben? Wie gesagt, hier hat der Dachstuhl gebrannt. Da könnt ihr jetzt sehen, komplett abgefackelt. Der Rauch ist dann halt bloß hier unten drin, so, deswegen ist das hier schwarz. Hier. Alles weg. Da liegen die Reste. Hier ist nichts mehr, Leute. Ja, so schnell kann das gehen. Ein Feuerchen, alles dahin. So, ich gehe jetzt wieder runter, weil hier ist ja eh nicht mehr so viel zu sehen. Wo es uns dahin verschlägt. Vielleicht wird das auch nur ein kurzes Video. Zu Hause immer aufpassen, wo man hintritt, weil hier überall die Löcher sind. Na, dass man hier nicht rausfällt. Ja, wie gesagt, gibt es ja nichts zu sehen hier großartig, aber Dani hat hier irgendwie gerade ein Buch gefunden. Genau, um nicht. Irgendwas mit Safari. Ja, da sieht man wenigstens, dass wir in Polen sind. Mhm. Dann werden wir mal wieder raus. So, hier siehst du das mal, wie dicht schon die Pflanzen hier dran sind. Leute, wir sind hier noch mal ein bisschen rumgelaufen. Jetzt habt ihr das noch mal von der anderen Seite hier. Da sieht man dann auch nochmal, dass der Dachstuhl komplett weg ist auf der einen Seite. Wenn ich jetzt hier mal rumschwenke, nur Felder, zwischendrin mal zwei, drei Häuschen. Das ist hier ein ganz kleines Dörfchen, wo wir gerade angehalten haben. Hier ist noch der Dorfteich. Wenn ich mal leise bin. Der springt da über das Wasser. Da kann man jetzt nicht sehen. Versucht das mal einzufangen. Wartet mal, Leute. Da sitzen sie. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Oh, wir sind gerade wieder auf dem Weg zum Auto. Wird ein kurzes Video.
Und die Quaken. Aber wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen, unser kleines Video. Ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es das heißt, die Lipties on Tour. Bye, bye. Bis dann, ciao, ciao.